Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video bei mir auf dem Kanal. Mein Name ist Daniel Kubik, ich bin heute im Evoland und zwar mit niemand geringerem als Fabian Farid Spinges. Grüß, Leute. Ja, der eine oder andere kennt Fabi bestimmt noch. Wie oft warst du jetzt bei mir auf YouTube? Warst auf jeden Fall schon ein paar Mal da. Ein paar Mal, ne? Ja. Gastauftritte waren auf jeden Fall am Start. Einmal kann ich mich noch dran erinnern ans Posing im Evoland. Nee, im Evo-Gym. Gym. Im Evo-Gym, ja. Schon ewig her gefühlt. So, ich glaube, so ewig ist es. Ende 2002, keine Ahnung, 23 oder so? Ja, wer sich auf jeden Fall erinnern kann. Ja, es ist schon 1,5 Jahre mindestens her. Ja. Der weiß, Fabi ist auf jeden Fall ein guter Brecher, hat auch in der letzten Saison ordentlich wieder reingeschlagen. Ja, und dementsprechend heute zeigt Fabi uns mal seine drei favorisierten Übungen für einen richtig dicken Bizeps. Ich würde sagen, Arm ist auf jeden Fall keine Schwäche bei dir, eher sogar deine Stärke, oder? Bizeps ist auf jeden Fall eine Stärke. Also Bizeps ist auf jeden Fall keine Schwäche. Ja. Also wenn es was gibt, was ich habe, dann Bizeps, würde ich sagen. Also vielleicht können wir hier mal ein Bühnenbild von Fabi einblenden, von der Front Double Biceps. Ja, das sieht schon sehr, sehr hoch aus, ja, in der Front Double. Also ich wünsche mir immer in der Front Double deinen Arm, du wahrscheinlich in der Side Chest, ja, meinen Arm so ungefähr. Ja. Aber ja, um das Ganze jetzt ein bisschen besser zu machen, gehen wir jetzt mal rein und schauen uns mal an, was Fabi hier im Evoland, ich denke, besseres Equipment hat man ja kaum, empfehlen kann. Let's go. Es ist bei Fabi auch wirklich so dieser Peak auf dem Peak vom Bizeps. Du bist ja jetzt noch eigentlich mehr oder weniger in der Offseason, aber hier, man sieht so richtig geil bei Fabi die zwei Bizepsköpfe. Also das ist schon asozial, ja. Man sagt auch manchmal, meine Arme sind auch ganz gut, aber das ist das, was wir von vorne meinen, ne? So dieser 1 und 2, ja, diese Köpfe, das ist schon extrem geil. Aber du gehst jetzt auch nicht hin und trainierst die irgendwie unterschiedlich, oder? Also, dass du jetzt speziell, ja, nee, langer Kopf, kurzer Kopf oder so, ne, war ja zeitlang mal echt im Hype. Ich habe auch ehrlich gesagt mal einfach nur eine einzige Übung eine Zeit lang gemacht. Das macht einfach keinen Unterschied bei mir, nicht wirklich jedenfalls. Es scheint auch zu funktionieren, Leute, ja. Also, verkompliziert die Sache schon mal nicht. Das ist die erste wichtige, ja, Message, glaube ich, hier. Ja. Basics, easy. Was war die Übung? Bizeps Curls einfach. Eine ganz normale Bizeps Curls. Let's go, wir gehen jetzt an die Bizeps Curls. Okay, wir sind jetzt hier an den Hantel angekommen. Also ich muss jedes Mal sagen, ich feiere dieses Evo-Logo, ja, auf diesen Hanteln so übertrieben. Das wäre so ein richtiger Traum. Also wenn ich hier so einen richtig geilen Fan dabei habe, ja, jemand, der so richtig hart supporten will. Mein Home Gym hätte auch ganz gerne ein paar Watson-Hanteln mit Primus in der Paris-Logo, ja, also... Oh, das wäre wild. Das wäre wild. So, let's go. Machst du die normalerweise im Sitzen, im Stehen? Ich mach die im Stehen normalerweise. Ja? Okay, ja, dann zeig mal einmal bitte die Ausführung, wie du die normalerweise machst. Geht einfach direkt mit 17er rein, da wird mein Arm direkt schon abreißen. Sogar noch ein bisschen zu leicht. Ja, ist krass. Machst du aktuell auch noch Bizeps Curls? Ja. Ja, sind immer drin. Ja, sieht auch auf jeden Fall sehr gekonnt aus. Was man bei Fabi sieht, er geht auch so ein bisschen immer wieder zur Seite, was meiner Meinung nach auch es einfach einfacher macht, nochmal in die Kontraktion reinzukommen. Aber ist nicht unbedingt schlechter. Es macht einfach so die Bewegung flüssiger. Mhm. Ja, und das vergessen auch viele. Hast du so grundsätzlich, man denkt ja immer, die Übung ist eigentlich einfach, ne? Hast du so einen grundsätzlichen Cue, worauf du persönlich bei der Übung achtest, oder beugst du wirklich nur einen Arm? Ganz ehrlich, ich versuche mich ein bisschen weit vorzulehnen und diese Bewegung, die ich quasi mache, nach links oder rechts, die sorgt eigentlich dafür, dass mein Bein quasi nicht in den Weg kommt, wenn ich die Hand nach oben bewege. Ja. Das ist eigentlich schon alles. Ja, ja, aber wichtig. Und damit ich sozusagen im Rhythmus auch bleibe, ja, während, ja, der Bewegung. Einfach, ja, eine flüssige. Was hältst du grundsätzlich von isolierten, supinierten Curls oder auch Hammer Curls? Sobald ich den Arm zu weit vorne habe, habe ich das Gefühl, dass ich einfach einen Kopf immer mehr beanspruche als den anderen. Und bei Bizeps Curls ist es so, dass ich wirklich ein komplett gleichmäßiges Gefühl habe. Und deswegen feiere ich die auch so. Ist eine Übung, die in der verkürzten Position tatsächlich ein bisschen schwerer ist. Aber, Freunde, ja, wer so einen Arm hat, hat recht. Da gibt's nichts, ja. Also, ja, ist aber wirklich halt auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass halt eben dieses ganze Thema verkürzte Position, gedehnte Position, Training in verschiedenen Muskellängen natürlich irgendwo eine Berechtigung hat, ja. Also man muss sich das Wissen ja auch zu Nutzen machen, das man jetzt mittlerweile hat. Aber man baut Muskeln auch mit anderen Übungen aus. Und es ist auf jeden Fall trotzdem wichtig, dass man auch andere Übungen denen zumindest eine Chance gibt. Weil ihr könnt noch so viel in der Dehnung trainieren, wenn ihr da kein Gefühl reinkriegt, wenn ihr da auf jeden Fall auch Probleme mit den passiven Strukturen bekommt, gibt das nichts. Bleibt auf jeden Fall auch teilweise bei den Basics. Ich finde es auch gut, wenn man das Bewegungsmuster erstmal erlernt. Ja. Mhm. Gut, nächste Übung, Übung Nummer 2. Übung Nummer 2 würde ich tatsächlich sogar sagen, auch kurz an den Curls im leicht, also auf der Schrägbank. Hast du schon mal gemacht? Ja, schon, aber ich weiß nicht. Irgendwie, mir gefällt es da nicht, wenn der Arm so krass fixiert ist.
Vor allem, der ist ja immer vorne fixiert eigentlich. Ne? Da hast du ja eigentlich letztlich nur... Ich mach's dann eher komplett frei auf der Schrägbank. Ne? Ja, okay. So ungefähr im 30-Grad-Winkel eingestellt. Und dann halt... Geh mal einmal hier an die. Yes. Wir können die auch einfach hier nach vorne holen. Ungefähr so eingestellt. Ah, ist sogar echt interessant jetzt. Also muss ich jetzt hier ganz kurz mal anmerken. Ja. Wenn ich die so machen würde, dann krieg ich Probleme mit der Bizepszene. Okay. Ja, also das ist bei mir wirklich umso, also weil du gehst wahrscheinlich auch sehr stark in die Rücklage vom Oberarm, habe ich auch bei dir schon ein paar Mal in der Story gesehen. Mhm. Da kriege ich tatsächlich Probleme mit dem Unterarm, aber bin auch prädestiniert so ein bisschen dafür. Ja. Also ich mache die meistens ein bisschen steiler dadurch. Hauptsache der Oberarm ist schon mal ein bisschen nach hinten gelehnt. Aber ja, let's see. Ja, genau, das meinte ich. Wenn ich den Arm so weit schon vor den Bizeps so weit in Vordehnung bringe, da zieht es mir schon über den ganzen Arm, ja. Aber er fühlt sich dadurch halt extrem geil an. Ja, und hier auf jeden Fall auch. Der Vorteil bei dieser Übung ist mal wieder, man hat halt eben den Oberarm erstmal in Rücklage. Das bedeutet, wir haben den Oberarm, also den Bizeps, ja, indem wir den Arm hinter den Körper führen, in der Vordehnung. Ja. Und dementsprechend können wir natürlich halt eben auch sehr, sehr gut Kraft produzieren mit dem Bizeps. Und wir haben hier noch die zweite Geschichte. Einmal haben wir ihn in Vordehnung, aber ja, der Widerstand ist auf jeden Fall bei gebeugtem Arm auch hier wieder der größte. Das heißt, für alle Leute, die auch Probleme haben, überhaupt einen Bizeps zu spüren, ja, sind halt die beiden Übungen, die du gerade gezeigt hast, auch sehr gut. Weil ich merke auch direkt nach dem Satz, dass Blut reinschießt. Ja, also Venen kommen auch langsam dann einen Ticken mehr. Ja, instant. Also Leute, hier auf jeden Fall eine zweite sehr, sehr gute Übung und das mit Kurzhanteln. Und ich würde sagen, gehen wir direkt auch ab an die dritte. Jetzt, wenn du sagst, schon wieder mit Kurzhanteln, dann nehmen wir das die drei besten Übungen mit Kurzhanteln für deinen Bizeps. Ich hätte halt tatsächlich gesagt Hammer Curls mit der Kurzhantel. Fresh, zeigen, zeigen. Da können wir dann auf jeden Fall auch wieder ein bisschen schwerer gehen. Aber da, genau das finde ich geil und deswegen habe ich mich auch gefreut, dass du ja zu dem Video gesagt hast. Ja, weil du zeigst andere Übungen, wie ich zeigen würde, weißt du? Meine Übungen, die haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Ne? Ja, aber das ist jetzt einfach nochmal was anderes. Und man sieht, dass die gleichen Resultate oder auch gute Resultate dabei rauskommen können. Also, ich mache die tatsächlich auch also unilateral im Wechsel. Ja. Also nicht gleichzeitig, sondern halt auch so. Ja. Machst du die grundsätzlich mit Schwung oder ohne Schwung? Ist das schon für dich so Schwung? Nein, das ist kein Schwung. Nee, dann wirklich die letzten Reps dann mit Schwung. Okay. Ansonsten immer relativ konstant, statisch den Körper halten. Hast ja auch grundsätzlich so einen starken Vorteil von Schwung. Was ich ganz gerne mache bei so Hammer Curls und auch bei Seitheben beispielsweise, ich gehe da schon ganz gerne mit ein bisschen so Momentum rein. Ja. Also beispielsweise, wenn ich die jetzt machen würde, wenn ich die schwer machen würde, dann nehme ich die meistens ran und umso schwerer es wird, ich versuche dann einfach auch noch ein bisschen leichter dadurch schon so in die Kontrakt nach vorne auch zu bewegen, genau. Die Hantel. Okay. Ja. Komme ich einfach persönlich besser mit klar tatsächlich, wie wenn ich die jetzt so mache. Ja? Aber das ist auch wieder, ich spüre die so auch sehr, sehr gut. Ja. Aber das ist auch so ein Ego-Ding. Ne? Da habe ich auch Bock, so, weil ich komme einfach so geil in die Kontraktion halt eben rein, weißt du, weil ich einfach ein bisschen mehr Schwung nehme. Ja, ich glaube, wenn du die Übung einfach gut spürst und die fühlst, das macht einfach auch so viel aus. Ne? Ja. Und wenn du das einfach langfristig durchziehst, ich meine, ich kenne niemanden, der schwer wirklich Bizeps-Curls macht und schlechte Arme hat. Ist so. Also wenn du, das ist genauso wie schwer squatten und schlechte Beine, außer bei Powerliftern manchmal. Eben. Ne? Also da ist halt viel Technik dann, aber Bodybuilder, guck dir den Julian an, guck dir den Ramon an, guck dir den Sepp an oder whatever. Ne? Also alle sehr, sehr gute Beine. Ja. Da korreliert die Kraft, würde ich sagen, auch mit der Muskelmasse, was das angeht. Ich bin schwacher Squatter und ich würde auch sagen, so sieht man auch in den Beinen. Ist halt einfach so. Ne? Also, aber Leute, Hammer-Curls, die dritte Übung. Ja, gebt dem Ganzen eine Chance. Wenn ihr mehr Übungsvideos mit Fabi haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir können natürlich auch noch einige andere Stuff für euch abdrehen. Bin ja jetzt doch auch ein bisschen öfter mal im Evoland dabei. Fabi ist bestimmt auch für das eine oder andere Video mal zu haben. Definitiv. Ja, und dementsprechend gerne mal in die Kommentare schreiben. Und hast du jetzt noch einen letzten Tipp für die Leute, wenn es ums Bizeps-Training geht? Die Frage aller Fragen, was jeder mal wissen will. Wie viel Volumen machst du für den Bizeps pro Woche? Ehrlich gesagt, nicht mehr so viel wie früher. Mhm. Ganz ehrlich, wo ich angefangen habe mit Bodybuilding oder generell Kraftsport, wahrscheinlich ist deswegen auch mein Arm nicht anfällig für Verletzungen oder so, weil es einfach schon daran lag, dass ich tausende von Curls früher gemacht habe. Ich würde einfach sagen, bleibt bei einer Übung, wechselt nicht so viel ab und versucht einfach stärker da drin zu werden. Mhm. Ich finde einfach Bizeps-Curls im Stehen einfach eine richtig geile Übung. Wenn ihr da einfach stärker werdet,
von Mal zu Mal und ein gutes Gefühl drin habt, haltet einfach die Übungen drin. Macht nicht zu viel Volumen, ist mein Tipp. Ihr habt viel Overlap-Volume, auch durch den Rücken, durch alle Pull-Movements. Beachtet so ein bisschen auch das Session-Volume. Also ich mag es auch nicht, wenn Leute über 10, 12 Sätze Bizeps in einer Einheit machen. 12 Sätze in der Woche für Bizeps. In der Woche. Ja, genau. Ja, ich habe 8. Mhm. Nee, 6 aktuell. Aber ja. Ist jetzt auch prioritätstechnisch sehr weit hinten bei mir, weil ich andere Schwachstellen habe. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch bei Ivo im Onlineshop vorbeizuschauen mit dem Rabattcode KWK. Spart ihr die besten Rabatte oder auch mit Code Fabi. Ja, könnt ihr euch dann aussuchen. Und ansonsten dürft ihr natürlich gerne auch im nächsten Video wieder einschalten. Wir sehen uns. Bis dahin. Peace out. Und danke, Fabi, fürs Video. Sehr gerne.